Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thimbleweed Park mit dem Gecko Climber. Wir sind ja in der letzten Folge stehen geblieben, haben die tolle Laserhalle gefunden und durchquert und sind dann... Ja, ich rede inzwischen über viel zu viel und mache eigentlich nichts. Wir brauchen jetzt erstmal den tollen Hut. Und mit dem marschieren wir jetzt hier mal durch. So, genau. Lauf ein bisschen schneller, Dolores. Genau, wir sind jetzt hier hinten angekommen und haben dann da hinten... Ja... Bla 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 bla. So. Das sind nämlich so. Ja, die Laser des Todes. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Bullet Hell-Spieler. Das ist doch so ein bisschen was von. So. Genau, hier sind wir gelandet und hatten das tolle Schild gefunden. Mit dem Servicetelefon, wo man nicht wusste, wie man da anrufen können, weil wir nirgendwo Empfang haben mit dem Scheißding. Und ich muss zugeben, ich habe nochmal ein bisschen nachgeguckt. Ja, das Thema hatten wir eigentlich vorher auch schon mal, ist genau dasselbe wie vorher. Der gute Franklin, den brauchen wir nämlich, ja. So, wenn wir jetzt mit dem jetzt nämlich zum Fahrstuhl gehen, mit dem haben wir doch auch schon bei dem Typen in der Bank angerufen gehabt. So, klingeling, da sind wir. So, und jetzt nehmen wir uns einfach mal irgendein Zimmer und, ich hätte gern ein gesapptes Telefon. Jawoll. So, 70, 75. This so, mal schauen, is the fully automated fan service for fan number 37532. Current state of the fan is on. Turning fan off in 3, 2, 1. Current state of the fan is off. Schön. So, jetzt müssen wir doch da durchkommen. Genau, genau, genau. Ja, da haben wir in der Bank schon genau dasselbe Problem gehabt. Ich denke, ich kann jetzt squeeze past the fan now. Your attempts to overheat me are pointless. So. Your attempts to overheat me are pointless. So, können wir die jetzt aufmachen, die Tür? Ouch! That door is really hot. Overheating. Okay. Ow! The ladder's too hot to touch. Okay, 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 gut. Bring it on. I can take the heat. That's one big computer. Uncle Chuck continues to amaze me. Tja, wie kommen wir da jetzt hin? Toll. Aber... I am impossible to touch while superheated. I think I can squeeze past it now. Ja, aber... Ja, den können wir ja wieder anmachen. Moment. Wenn wir mit dem jetzt nochmal das Telefon zappen, müsste doch da drin hoffentlich ein bisschen kühler werden. Gucken wir mal. 70 und die 75. Klingeling. This is the fully automated fan service for fan number 37532. Current state of the fan is off. Turning fan on in 3, 2, 1. Current state of the fan is on. Sehr schön. So, das können wir doch hier wieder raus. I am impossible to touch while superheated. Hey, da hinten tut sich was, da tut sich was. Bring it on. I can take the heat. Can you? So, dann guck mal, wo wir hier rauskommen. Pillowtron 3000. Hey, wir sind hier. Sehr schön. Ja, und zum Glück funktioniert die Hotline komplett automatisiert. Das wäre jetzt echt uncool, wenn wir dann noch hätten müssen mit irgendeinem Typen da reden. So, I am gut. One with Pillowtron 3000. Jetzt sehen wir hier auch mal was. So, das ist die Tür. Ich hätte es mal gerne angeguckt. It's closed. And there's no obvious handle. Okay, und da war noch... Da ist noch ein Schlitz. If you strike. It's a slot. There's some kind of mechanism inside. Jetzt haben wir natürlich nichts, mit dem wir das Ding hier aufkriegen. Pillowtron 3000 here, and I are one. Wobei, wir haben ja immer noch das tolle Werkzeug von der hier. Vielleicht. It's a very strange looking tool. I'm sure it has a very important use near the end of the game. Ja, ich glaube, das könnte jetzt sein. Mal so langsam, aber sicher. So. This is your last warning to turn. So, dann guck mal, was passiert. Hey, you will never. I don't care how much money they were going to pay me. I'm not going in there. Okay. Willst du vielleicht reingehen, Los? Vielleicht will der ja auch noch rein. 3000 TM. Und nein, I'm not going in there. Nothing at the academy prepared me for this.
Okay. Ransom! Dein Auftritt! This is your last warning to turn back. So. Und du da rein? No. Way I'm walking in that little chamber of death. Dolores, it's not too late to join me. Okay, dann muss doch die Dolores da rein. Dolores, so, hallo, you are making a big mistake. What happened to you, Uncle Chuck? I have been uploaded to Pillowtron 3000, TM. Together we are now invincible. You could have joined us, Dolores, but you had to leave me to be a... to be a game designer. You've been corrupted by bad tube technology. I will destroy you, Uncle Chuck. Or what's left of my Uncle Chuck. You will never defeat me, Dolores. So, was haben wir jetzt eigentlich alles hier drin? Das muss ich gerade mal kurz in unser Tagebuch gucken. Wir müssen immer noch die Fabrik weiter durchsuchen. Und wir müssen noch rausfinden, was mit Dad passiert ist. Oh. Ja, aber erstmal müssen wir uns um den Onkel Chuck hier kümmern. You should have listened to me. Große Röhren. Gibt's hier noch sonst was? Nee, nur den... Oh, da ist ein Schaltpult. Na gut, dann müssen wir halt die Röhren da erstmal rausziehen. Und fangen wir mal hinten an. You can't defeat me, Dolores. Okay. You will never defeat me. Dann müssen wir es halt drücken. Dolores, shutting me down will only make me stronger. Ja, das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Death is all that awaits you now. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. You will never defeat me. So, dann machen wir mal den Save alten Pillowtron mal aus. You found all the clues I left. Save me, Dolores. Machen wir doch gerne, Onkel Chuck. I knew you would come, Dolores. You were too smart not to figure out the puzzles. I knew you would figure it out and come for me. So, dann die hier noch, dann bleibt nur noch eine übrig. I knew you would figure it out and come for me. Dolores, it's me, your Uncle Chuck. I'm glad you came to save me. Ja, und er ist ziemlich durchgeknallt geworden, ja. You're insane. I'm not crazy. I need to tell you about something I discovered. Pull up a chair, Dolores. This is going to get crazy. Okay, one, you locked me in here, and I can't get a chair. And ist two, oben einer? How can it get any crazier than your uncle downloading himself into a tube-based computer? Good point, but it's going to get crazier. It all started when I discovered the Tron tubes held the secret to AI. So, was nehmen wir denn hier? Klasse Innovation, krasse Illumination oder krasse Insemination? Und nehmen wir doch mal das hier. Mal schauen, was es sagt. Aardvark Insemination? Und ich muss gleich niesen. No! Artificial Intelligence. I know, Uncle Chuck. I was just trying to lighten the mood. As I made the Tron machines smarter and smarter, they began revealing secrets. Then they invited me to join them inside. Well, it started out as an invitation, but quickly turned into a demand. Okay. Aber, couldn't you just shut off the Tron machines? It wasn't that easy. They had become more powerful and taken control. I was also addicted to the power they gave me. Ja, toll. Super. Ja, Macht macht natürlich immer was Tolles mit einem, wenn man sie nicht kontrolliert kriegt. Ja, wie geht's denn dann was weiter? Was ist das, after the factory burned down? They burned down the factory as a warning, forcing me to rebuild it in secret and pin the blame on the security guard. So, so, so. Da hat der Race dann jetzt auch schon mal da was gehört. Race, hast du das gehört? Du, dein Papa ist nicht dran schuld und so. Aber, genau. I'm not convinced you're not crazy and insane. I know how it must sound, Dolores. Everything I learned slowly drove me crazy. Na dann erzähl mal weiter. Ich bin gespannt, was da noch so alles passieren wird. Let's move on, Uncle Chuck. Okay, this is where it gets really weird. I downloaded this text adventure. Colossal Dungeon Cave Quest 2. Download. In den 80ern. Das kommt eigentlich eher so, klingt eher so wie, das hier. Downloaded? You mean it was pirated? Well, look who's being judgmental. It doesn't matter how I got it. Ja, naja, naja, naja.
Also, das hier trifft's, glaube ich, relativ gut. Wobei heutzutage geht ja der Trend dann tatsächlich eher vom von den Raubkopien hin zu den ganzen Spielen, die man auf seinem Steam und GOG und was weiß ich was noch für Accounts hat, die man noch nie angefasst hat, die einfach nur da sind. Ich bin ja auch nicht ganz unschuldig, also wenn ich so auf meinen Steam-Account gucke, sind da eine Menge Sachen drauf, die ich tatsächlich noch nie gespielt habe. Bei GOG sieht es ziemlich genauso aus und anderswo auch. Da geht der Trend dann doch eher zum Zweit- und Dritt- und Viertspiel. Naja. It matters to thousands of people who earn a living making games. Okay, now you're just getting preachy. Can I get on with my story? The more I played and modded the game, the more I realized not only was this adventure game a little simulation, but the world we live in is also just a simulation. But worse than a simulation, we are all just characters in a video game. Was? Das ist, That's nuts! Think about it, Dolores. Who is your mother? Do you even have a mother? Have you ever spoken about her or even thought about her? No. No, I haven't. Think, Dolores. Think about all the odd things in this world. Oh mein Gott. Ja. Wie die... Genau, die Staubkörner. Tatsache, dass jeder zu einem imaginären Spieler von den Menschen... ja. Dass der Highway an der Brücke endet, ja. Dass es nur ein Wohnhaus in der ganzen Stadt gibt, ja. Keine Schule in Thimbleweed Park. Ja gut, okay, das kann durchaus sein. Aber 3000 Leute im Telefonbuch? Jetzt ergibt aber alles so ein bisschen Sinn, aber die Staubkörner. Like we go around collecting specks of dust? That's not dust you're collecting. They are pixels, the building blocks of our world. They are put there to prey on the compulsive among those in the upper world. Moment, dann machen wir mal weiter. Oberwelt? Upper world? That's what I've come to call it. We are the upper world for Colossal Dungeon Cave Quest 2. They are the upper world for us. There are probably endless upper worlds, each more sophisticated than the last, all treating the lower world like it was just a game. You're starting to scare me, Uncle Chuck. Good. We need to be scared. So, okay. Und, wie geht es jetzt weiter? Die 3000 Leute im Telefonbuch, das hat er ja auch nochmal... Nein. Der Spruch ist wichtig. Like everyone fourth walls about adventure games? Everyone asks a lot of questions about adventure games and adventure game design, don't they? Well, adventure games are cool. Who wouldn't want to talk about them? Yeah, okay, valid point. So, tja. Okay, oh, gut, okay, wir können sie alle durchgehen, weil wir hier einen Ausgang aus der Schleife hier haben. Das heißt, wir hören uns jetzt das alles natürlich noch an. Und es gibt natürlich auch 3000 Leute im Telefonbuch. Like there being 3000 people in the phone book? Yes, there are 80 people in Thimbleweed Park and 3000 names in the phone book. Dolores, these are not people from our world. They are from the upper world. So, so, so. Mhm. Na gut, keine Schule, das kann durchaus sein. Like there being no school in Thimbleweed Park? And only one kid in the whole town. Do you remember going to school? Having any friends? No, I don't. Okay, so langsam wird's creepy. Wie geht's denn weiter? Das einzige Wohnhaus, in dem sie ja wohnt. Like there is only one house in the whole town? Exactly. Where does everyone live? We have only one house in a town of 80 people. Tja, ist dann kuschelig in dem Haus. Ganz einfach. Like the highway ends out by the bridge? Ever walked out there? Ever wanted to walk out there? You don't have the desire because it wasn't programmed into you. It's not part of the game. Ich hab's aber probiert. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hab's probiert und da war nix. Und die wollten da nicht hin. Und auch an der Bushaltestelle. Nein, da interessiert's mich nicht. Ich hab's ausprobiert. Bäh. Like the sheriff and the coroner are the same actor? Exactly. Probably saves money on voice acting talent and art and animation. Na gut, jetzt haben wir aber endgültig genug gehört. I've heard enough. I believe you, Uncle Chuck.
I'm glad, Dolores. I knew I could trust you. We have to hurry. The developers know we're onto them and are trying to reboot the game. If they do that, we're caught back in our endless cycle of pointless pretend free will. We need to shut down Pillartron 3000, delete the game, and end our existence. It's the only way we'll truly be free. Moment, wir haben keinen freien Willen? Okay. We don't have free will? No, Dolores, you only have three things you can say. Two now. Can you make yourself say anything else? Okay, ja. Dann halt das hier. Delete the world and end our existence? Yes, it's the only way. The developers keep rebooting us back into the same story over and over. They will do anything to keep us from deleting the game. Thimbleweed Park is a cash cow. They can't let it end. Na gut, jetzt haben wir sowieso keine Auswahl mehr. Dann machen wir's halt. But I am shutting down Pillartron 3000. No, not this Pillartron 3000. The original Pillartron 3000. The concept art wireframe Pillartron 3000. The developers transferred all the code to it when they saw how close I was getting. You must find it and shut it down before they reboot us. Moment. Ja, genau. Ganz genau. Let's do this thing. Was? We've been watching on the big monitor outside. It's mind-blowing. What the f***? It's all fake, like my ex-wife. I know none of this is real now, but I still need to clear my father's name. I was so close to getting a big payoff. I can't let this slip away. Before it all ends, I just want one more show. One last chance to live in the f***ing limelight. I've hidden away four inventory items that will fulfill your endings. Take them and you'll be free. Dolores, I saved the best one for you. I can't tell you how to use it. The developers deleted all my dialogue in the hopes of keeping it from you. Your only clue is back in the original Kickstarter video. Everything you need is there. I'm going deeper into the simulation now so they can't find you. Good luck and hurry. I love you and am very proud of you. Even me? Shut up, Ransom. F*** off, Red. Teil 9, die Löschung. Okay. Was haben wir denn jetzt? Sag leb wohl zu Dad. Krieg raus, was mit dieses Ballontier nutze. Schalte den Wireframe-Pilotron in der Wireframe-Welt aus. Okay. Ich muss irgendwas mit diesem Ballontier anfangen und den Wireframe-Welt steigen, um den Original-Pilotron auszuschalten. Es hängt an mir, in dieser Endlosschleife sinnloser Wahlmöglichkeiten auszusteigen. Aber am liebsten ist Dad lieb wohl zu sagen. Gut, was haben wir denn noch? Finde das, was meine Auftraggeber suchen. Flüchte aus der Welt, bevor sie abgeschaltet wird. It's a Game of the Year Award. Best Game of 1988. So, was hat der hier? Gib dir Beweis jemanden, sodass die Wahrheit ans Licht kommt. Wasche Dads Namen rein. Was ist das hier? It's a confession from Chuck Edmund. It says he framed Mr. Reyes, the security guard. So, und Ransom. Vielleicht sogar noch eine Moral in der Geschichte. Wenn ich doch nur eine Show machen könnte, um zu beleidigen, ohne zu verletzen. Finde jemanden, für den die entschuldige, dass ich ein Trottel war, Karte. Gehe in meine Rückblende und mach noch eine letzte Show. Versau es nicht. Okay, gut. Ich habe einen Plan, was ich mit so den ein oder anderen davon machen könnte. Ich fange mal mit dem an, weil... Bei dem habe ich am ehesten einen Plan, was wir machen müssen. Jetzt hoffen wir, dass die Fabrik wieder auf ist. Bitte, 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 lass die Tür auf sein, lass die Tür auf sein. Danke! So, ich muss jetzt erstmal in die A Street. Und da beenden wir die Folge. Ha! Ist schon wieder Zeit. Was ist das hier? It's an I'm sorry for being a dick card. Give it to someone to say I'm sorry. Tja, ich weiß, wen wir dann nehmen werden.
Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann werden wir mal schauen, ob wir da irgendwie weiterkommen. Und auch was wir mit diesem ollen Ballontier anstellen. Ich habe keine Ahnung. Naja, wir werden es rauskriegen. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!